Ab sofort im Immobilienmagazin Christian Wehmucher über Immobilien. Mein Gott, was ist sicher heutzutage? Sicher ist, dass ich jetzt irgendwann einmal nach diesem Gespräch den, der gerade versucht hat, mich anzurufen, versuchen werde, zurückzurufen. Aber auch das ist nicht sicher, weil ich kann einen Herzinfarkt kriegen und dann tue ich es nicht. Weißt, ich muss zu diesem Thema, fällt mir ein wunderbares Treffen mit meinem alten Notar vor 2,5 Jahrzehnten. Ich habe damals den Wahnsinn gemacht, ein Renaissance-Schloss in Kärnten zu kaufen. Und meine damalige Frau saß mit dem Notar und mir zusammen. Der Notar war schon pensioniert und hat nur mehr mir zuliebe noch einzelne Aktivitäten gesetzt, weil er mich so gemocht hat wie einen Sohn. Ewig schade um den. Ein ganz toller Bursch. Und meine Ex-Frau hat ihn angeschaut, hat zu ihm gesagt, er hat sie angeschaut und hat zu ihr gesagt, aber ist das nicht ein bisschen teuer? Und meine Ex-Frau hat zu ihm gesagt, aber Herr Notar, das ist ein Liebhaberobjekt und eine sichere Wertanlage. Und er hat gesagt, liebe Frau Mucher, liebhaben tue ich erstens meine Frau und zweitens, das ist eine Immobilie und drittens, sicher ist nur der Tod.